Wenn du selbstständig bist, musst du Buchhaltung machen. Das ist wahrscheinlich für dich keine große Überraschung. Doch wenn man sich mit dem Thema Buchhaltung mal etwas näher beschäftigt, dann sind viele Dinge gar nicht so eindeutig. Und ich dachte mir, ich nehme einfach mal ein Grundlagenvideo auf, wo ich die Dinge bespreche, die wirklich jeder Selbstständige über seine Buchhaltung wissen sollte. Die erste Frage ist, warum das Ganze? Also, warum müssen wir eigentlich Buchhaltung machen? Mal abgesehen davon, dass das Finanzamt regelmäßig eine Steuererklärung bekommen möchte und wir dafür natürlich unsere Buchhaltung machen möchten. Selbstständige haben ja keine Gehaltsabrechnungen. Das heißt, Selbstständige haben keine klassischen Einkommensnachweise wie Angestellte. Bei Vermietern, Banken und so weiter musst du ganz häufig deine letzten 3 Gehaltsabrechnungen einreichen, um nachzuweisen, wie viel du eigentlich verdienst. Und das hast du als Selbstständiger natürlich nicht, weil du keine Gehaltsabrechnungen bekommst. Du musst in solchen Fällen immer eine sogenannte betriebswirtschaftliche Auswertung einreichen. Meistens auch für die letzten 3 Monate oder aber für die letzten 12 Monate. Und diese betriebswirtschaftliche Auswertung, kurz BWA, ist ein Ergebnis deiner Buchhaltung. Das heißt, ein Ziel deiner Buchhaltung ist dein Einkommensnachweis für Banken, für Vermieter, aber auch zum Beispiel für die Berechnung von Elterngeld. Und wenn du eine andere Rechtsform als das Einzelunternehmen hast, dann gibt es auch die Öffentlichkeit als Interessent beispielsweise. Wenn du eine GmbH zum Beispiel hast, musst du tatsächlich deine Jahresabschlüsse, sprich das Ergebnis deiner Buchhaltung veröffentlichen. Und du kannst tatsächlich von allen großen Kapitalgesellschaften in Deutschland die Jahresabschlüsse, sprich die Ergebnisse der Buchhaltung, online nachgucken. Ein anderer Interessent in dem Zusammenhang sind potenzielle Geldgeber. Denn du kannst dir natürlich nicht nur Geld von der Bank holen, sondern zum Beispiel auch von Investoren. Und natürlich wollen die Investoren auch wissen, warum du das Ganze machst. Ehrlicherweise sind die Öffentlichkeit und auch Investoren keine typischen Adressaten für Einzelunternehmen, für deine Buchhaltung. Du machst das Ganze in erster Linie als Einkommensnachweis und als Berechnungsgrundlage für die Steuerberechnung. Genauer gesagt für die Einkommensteuer und gegebenenfalls die Gewerbesteuer. Das Ergebnis deiner Buchhaltung ist also die sogenannte betriebswirtschaftliche Auswertung, BWA. Dazu habe ich übrigens auch schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen. Das findest du mit weiteren vertiefenden Videos unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ein weiteres Ergebnis deiner Buchhaltung ist die Einnahmenüberschussrechnung. Auch dazu gibt es natürlich ein vertiefendes Video. Oder aber die Gewinn- und Verlustrechnung. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Einnahmenüberschussrechnung und Gewinn- und Verlustrechnung sind 2 unterschiedliche Dinge, die werden unterschiedlich berechnet. Dazu komme ich aber gleich. Und letztendlich ist natürlich ein Ergebnis deiner Buchhaltung auch deine Steuererklärung bzw. den Steuerbescheid, den du bekommst. Wenn du zum Beispiel einen relativ hohen Kredit bei der Bank beantragst, dann sind die meistens nicht zufrieden mit einer BWA von den letzten 3 Monaten. Die wollen in der Regel deine letzte Einkommensteuererklärung bzw. den letzten Einkommensteuerbescheid sehen. Und damit kommen wir zu einem Punkt, der in der Praxis regelmäßig für viel Verwirrung sorgt. Und zwar die Art und Weise, wie ich eigentlich dieses Ergebnis produziere. Also, wie mache ich eigentlich meine Buchhaltung? Da gibt es in Deutschland im Wesentlichen 2 Möglichkeiten. Einmal die einfache Buchhaltung, das ist die sogenannte Einnahmenüberschussrechnung. Diese Einnahmenüberschussrechnung kann zum Beispiel von allen Freiberuflern gemacht werden. Dann gibt es allerdings noch eine 2. Art, das ist die sogenannte doppelte Buchhaltung oder aber auch ganz häufig Betriebsvermögensvergleich genannt. Das heißt, wenn das Finanzamt mit dir kommuniziert, steht in den Schreiben ganz häufig Betriebsvermögensvergleich. Das ist die doppelte Buchhaltung oder Bilanzierung. Das heißt, Bilanzierung, doppelte Buchhaltung oder Betriebsvermögensvergleich, das sind alles Namen für das Gleiche. Und zwar die aufwendige Form der Buchhaltung. Diese aufwendigere Form der Buchhaltung müssen alle größeren Unternehmen in Deutschland machen. Zum Beispiel, wenn du eine Kapitalgesellschaft, also eine UG oder GmbH gründest, dann musst du immer eine doppelte Buchhaltung mit Bilanz erstellen. Und als Gewerbetreibender in Deutschland musst du tatsächlich auch eine doppelte Buchhaltung machen, wenn dein Gewinn über 60.000 Euro liegt oder dein Umsatz über 600.000 Euro, und zwar in den letzten 2 Jahren. Das heißt, du bist nur befreit von der Bilanzierung, wenn du in den letzten beiden Jahren unter 60.000 Euro Gewinn und 600.000 Euro Jahresumsatz warst. Immer dann kannst du freiwillig die Einnahmenüberschussrechnung machen. Soweit zumindest die Theorie. Rein in der Praxis läuft es tatsächlich so, dass das Finanzamt dir irgendwann einen Brief schickt und dir sagt, lieber Steuerpflichtiger, jetzt bist du über die jeweiligen Grenzen gekommen und jetzt musst du bitte deinen Gewinn mit dem Betriebsvermögensvergleich ermitteln. Das heißt, wenn du diesen Brief bekommst, dann musst du anfangen zu bilanzieren. Wir fassen das Ganze also noch einmal zusammen. Freiberufler können immer eine Einnahmenüberschussrechnung machen. Vollkommen unabhängig von der Höhe des Gewinns
oder des Umsatzes, den sie erzielen. Bei Gewerbetreibenden muss man immer auf den Gewinn und Umsatz schauen. Unter 60.000 Euro Gewinn und 600.000 Euro Umsatz können Gewerbetreibende auch eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen. Wenn sie über der Grenze sind, müssen sie eine aufwendigere Buchhaltung machen und eine Bilanz erstellen. Du kannst dich aber auch als Freiberufler oder kleiner Gewerbetreibender bewusst dafür entscheiden, lieber die aufwendigere Form der Buchhaltung zu machen. Das solltest du dir aber genau überlegen. Das hat nämlich keine wirklichen Vorteile, außer dass es mehr Arbeit ist. Meine persönliche Empfehlung ist deswegen, dass du dich immer für die Einnahmenüberschussrechnung entscheidest, wenn du die Möglichkeit hast. Jetzt fragst du dich vielleicht, was denn der Unterschied ist. Also was ist der Unterschied zwischen einer Überschussrechnung und einer Bilanz inklusive Gewinn- und Verlustrechnung? Das ist vor allen Dingen die Art, wie etwas verbucht wird. Bei der Einnahmenüberschussrechnung buchst du mehr oder weniger eigentlich nur den Kontoauszug. Das heißt, eine Einnahme ist für dich eine Einnahme, wenn du das Geld auf dem Konto siehst. Und eine Ausgabe ist immer dann eine Ausgabe, wenn du das Geld gezahlt hast. Bei einer Bilanz ist das Ganze komplizierter. Da ist nämlich nicht der Zahlungszeitpunkt entscheidend, sondern das Leistungsdatum bzw. das Rechnungsdatum. Deutlich wird der Unterschied, wenn wir uns mal ein ganz konkretes Beispiel anschauen. Gehen wir mal davon aus, du erbringst eine Beratungsleistung und der Kunde bezahlt dich aber erst 6 Monate später. Bei einer Bilanz buchst du tatsächlich schon zum Leistungsdatum den Umsatz und dann hast du eine Forderung. Das heißt, du hast diesen Umsatz schon gemacht und dein Gewinn hat sich erhöht. Wenn du jetzt erst im nächsten Jahr bezahlt wirst, ist die Bezahlung vollkommen neutral, weil du hast den Umsatz schon verbucht, als du quasi die Rechnung erstellt hast und die Leistung eingebucht hast. Bei einer Einnahmenüberschussrechnung ignorierst du das Leistungsdatum und das Rechnungsdatum. Der Umsatz wird erst dann verbucht, wenn das Geld tatsächlich auf deinem Konto ankommt. Wenn du also im Oktober 2023 eine Leistung erbringst, muss ein Bilanzierer im Oktober 2023 diesen Umsatz schon buchen. Wenn die Rechnung jetzt aber erst im Januar 2024 gezahlt wird, dann muss der Bilanzierer tatsächlich auf diesen Umsatz schon in der Steuererklärung für 2023 Steuern bezahlen. Der Selbstständige, der eine Einnahmenüberschussrechnung macht, der bucht den Umsatz erst im Jahr 2024 und muss dann erst mit der Steuererklärung 2024 diesen Umsatz versteuern. Wenn du also bilanzierst, hast du ein relativ kompliziertes Konstrukt namens Bilanz, wo eine ganze Reihe von Positionen sind, die du als jemand, der eine Einnahmenüberschussrechnung erstellt, niemals hast. Du hast da Forderungen stehen, du hast offene Verbindlichkeiten. Du hast aber auch sowas wie einen Warenbestand. Das heißt, wenn du Waren einkaufst, dann ist dieser Einkauf für jemanden mit einer Einnahmenüberschussrechnung sofort eine Ausgabe. Wenn du eine Bilanz erstellst, dann änderst du nur was in deiner Bilanz. Dann hast du nämlich plötzlich die Bilanzposition Waren. Und diese Bilanzposition Warenbestand, die reduziert sich erst, wenn du sie tatsächlich verkaufst. Das heißt, das ganze Thema Bilanzierung ist deutlich komplexer. Es ist auch nicht überraschend. Diese Art der Buchhaltung ist entwickelt worden, um wirklich große Unternehmen abzubilden und nicht für kleine One-Man-Shows. Übrigens solltest du auch die Art der Buchhaltung kennen, selbst wenn ein Steuerberater deine Buchhaltung macht, weil du tatsächlich die Unterlagen unterschiedlich aufbereitest. Wenn ich die Unterlagen von einem neuen Mandanten auf meinen Tisch bekomme, dann ist das Erste, was ich mir angucke, tatsächlich die Sortierung der Unterlagen. Bei einer Einnahmenüberschussrechnung müssen ja nur die Kontobewegungen gebucht werden. Deswegen ist die richtige Sortierung immer chronologisch nach den Bankkontobewegungen. Früher hatte man immer den Kontoauszug und dahinter die Rechnungen, die mit diesem Kontoauszug bezahlt worden sind. Das ist immer ein ganz klares Indiz, dass das eine Einnahmenüberschussrechnung ist. Bei Bilanzierern hast du im Wesentlichen immer 3 Stapel oder mindestens 3 Stapel. Und zwar einmal alle Ausgangsrechnungen, alle Eingangsrechnungen und alle Kontoauszüge. Und das sind so 3 separate Stapel, weil man alles auch separat buchen muss. Weil da geht es halt immer ums Leistungs- bzw. ums Rechnungsdatum und nicht um den Zahlungszeitpunkt. Und so solltest du natürlich auch deine Unterlagen für deinen Steuerberater aufbereiten. Wenn du eine Bilanzierung machst, dann brauchst du quasi 3 Ordner. Wenn du eine Einnahmenüberschussrechnung machst, brauchst du 1 Ordner und die Reihenfolge der Sortierung wird vorgegeben durch den Kontoauszug. Dieses ganze Theater machen wir also, um unseren Gewinn zu ermitteln. Das heißt, der mit der Einnahmenüberschussrechnung oder Gewinn- und Verlustrechnung berechnete Gewinn, der ist die Grundlage für die Einkommensteuererklärung und die Gewerbesteuererklärung. Das heißt, eigentlich muss man das ja nur einmal im Jahr machen, weil man ja nur einmal im Jahr seine Steuererklärung macht. Doch warum machen wir eigentlich so viel häufiger unsere Buchhaltung? Tatsächlich in den allermeisten Fällen wegen der
Umsatzsteuer, weil du die Umsatzsteuer entweder monatlich, quartalsweise oder manchmal auch jährlich abgeben musst. Das heißt, du gibst regelmäßig Umsatzsteuervoranmeldungen ab. Dazu gibt es übrigens auch ein vertiefendes Video unten in der Videobeschreibung. Und die Umsatzsteuer mit der Frequenz der Umsatzsteuervoranmeldung, die zwingt uns tatsächlich auch unterjährig laufend die Buchhaltung zu machen. Für die Einkommensteuer oder die Gewerbesteuer wäre das überhaupt gar nicht notwendig. An dieser Stelle möchte ich übrigens noch einmal auf die GOBD aufmerksam machen. Auch dazu findest du ein vertiefendes Video unten in der Videobeschreibung. Das Thema GOBD wird von ganz vielen Selbstständigen absolut nachlässig behandelt. Die GOBD schreiben uns nämlich eigentlich vor, dass wir Bargeschäfte jeden Tag erfassen und elektronische Geschäfte innerhalb von 10 Tagen. Das heißt, auch wenn die Frequenz für deine Umsatzsteuervoranmeldung das Quartal ist, solltest du deine Geschäftsvorfälle innerhalb von 10 Tagen erfassen. Das ganze Thema GOBD ist viel zu komplex, um das jetzt hier an dieser Stelle auch noch zu erläutern. Deswegen schau unbedingt das Video, was ich dir verlinke, auch noch einmal dazu an. Eine der häufigsten Fragen, die ich tatsächlich bekomme im Zusammenhang mit der Buchhaltung, ist: Kann ich diese Kosten absetzen? Ich habe leider keine richtige Rechnung bekommen oder ich habe gar keine Rechnungen bekommen. Und auch hier der wichtige Hinweis: Es reicht nicht aus zu sagen, ich brauche das für meine Buchhaltung. Wir müssen immer genau schauen, wofür wir es genau brauchen. Brauchen wir eine Rechnung, um eine Gewinn- und Verlustrechnung zu erstellen, um eine Einnahmenüberschussrechnung zu erstellen? Naja, die Rechnungsvorschriften, die stehen tatsächlich im Umsatzsteuergesetz. Das heißt, eine ordnungsgemäße Rechnung brauchen wir vor allem für die Umsatzsteuerberechnung. Das heißt, wenn du nur einen Zahlungsnachweis bekommst, zum Beispiel von irgendeinem Softwareanbieter, ganz häufig haben die nur so Stripe-Quittungen beispielsweise, das sind keine ordnungsgemäßen Rechnungen. Aber du kannst diese Kosten ohne Probleme trotzdem in deiner Buchhaltung erfassen. Das heißt, du kannst den Gewinn mindern im Rahmen der Einnahmenüberschussrechnung und der Gewinn- und Verlustrechnung. Was allerdings nicht geht, ist, dass du sie in der Umsatzsteuerberechnung berücksichtigst. Weil die Rechnungsangaben, die sind im Umsatzsteuergesetz geregelt. Das bedeutet, wenn du eine nicht ordnungsgemäße Rechnung hast, dann verstößt diese Rechnung zwar gegen das Umsatzsteuergesetz, nicht zwingend aber gegen das Einkommensteuergesetz oder das Gewerbesteuergesetz. Deswegen hier an dieser Stelle die Antwort auf die häufigste Frage überhaupt: Wenn du keine richtige Rechnung bekommen hast, dann kannst du diese Kosten trotzdem in der Buchhaltung berücksichtigen. Du darfst aber halt keine Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer geltend machen bei der Umsatzsteuerberechnung. Das heißt, du musst diese Ausgaben dann mit 0% Umsatzsteuer erfassen. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir einen ersten guten Überblick über das Thema Buchhaltung als Selbstständiger geben. Wenn du dazu noch Fragen hast, und die hast du mit Sicherheit, dann schreib mir gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne im Kommentarbereich weiterzuhelfen. Und wenn du sagst, dass das Ganze einfach nicht dein Thema ist, dass du das Ganze lieber an einen Experten abgeben würdest, dann mach das doch. Meine Empfehlungen findest du einmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich verlinke sie dir aber auch gerne noch einmal hier. Oder du schaust dir einfach die weiteren Videos auf diesem Kanal an, dann kannst du lernen, wie du das Ganze auch selbst machen kannst, zum Beispiel dieses Video oder dieses Video.